Hallihallo, Hallöchen und einen wunderschönen Pöchen. Ich melde mich zurück aus dem medievalistischen Bauzentrum und habe meine Ingenieurskünste extrem ausgefeilt, perfektioniert und verbessert. Und wir werden heute ganz tief zum Schloss am Fluss vordringen, um dort einzudringen. Erst das Vordringen, dann das Eindringen und dann das Dringendringen. Und dringend würde ich empfehlen, vielleicht meinen Channel zu unterstützen, indem ihr ein bisschen bewertet, kommentiert, und das macht ihr auch immer ganz fleißig und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Wer Lust hat, kann auch bei Steady vorbeischauen, da lade ich Podcasts hoch, in denen schimpfe ich ganz viel und erzähle merkwürdige Dinge aus meiner Jugend, die für einige Menschen offensichtlich sehr verstörend wirken. Das soll uns aber nicht daran hindern, jetzt hier einzudringen und Schlösser zu beschießen. Katapult. Bauen wir wieder ein normales Katapult oder... Unsere Einheiten führen derzeit eine Belagerung in einer kleinen Holzfestung durch. Obwohl es sich nicht um ein Ziel mit hoher Priorität auf der Liste der Militäroperation handelt, möchte keiner unserer Leute den Atem der feindlichen Einheiten spüren, die unsere Bemühungen sabotieren. Wenn sie am Standort ankommen, müssen sie das Katapult finden, das wir auf einem praktischen Hügel platzieren. Dies sollte ihre Arbeit erleichtern. Ja, dann schauen wir mal, was die Götter heute sagen. So, dies muss die Festung sein. Ich werde mich nach dem Katapult auf dem Hügel hinter dem Lager umsehen. Ah, nun seht, diese wunderbare Festung. Das Schloss ist nicht mehr weit weg. Aber wo ist der... Ah, da oben. Da oben ist ein schöner katapultiger Katapulthügel. Und du beobachtest... Ah, guck mal. Jetzt versucht er die Kiste irgendwie... Jetzt redet er schon mit den Kisten. Ne? Das ist der Typ, der hockt seit Monaten. Und also ich glaube, der hat wirklich mit der Kiste... Der hat da irgendwie so eine tiefe Beziehung. Was ist mit dir? Nee, das ist der Kistengucker. Jetzt haben sie dich hier in die Ecke. Ist da eine Kiste? Was ist da? Was beobachtet der? Der beobachtet hier die Dirnen im Waschzuber. Welch ferkeliges Ferkel. So, gut. Guck mal, wir haben dicke Steine. Und jetzt müssen wir irgendwie das Schloss zerstören. Welches ja irgendwie gar nicht so schlossig ist, wenn man es mal jetzt so sieht, ne? Wir gehen mal dahin. Dann ziehen wir den Abstand natürlich noch ein bisschen runter. Und würde sagen, scheppern erstmal da einen rein. So. Dann gucken wir mal. Ja, ja. Bams, Alter, direkt da am Fenster. Können wir direkt nochmal in dieselbe Stelle rein. Können wir direkt nochmal in dieselbe Stelle rein, um da den Kern zu zerschmettern. Okay, ich würde sagen, wir gehen ein bisschen weiter nach rechts. Endlich mal wieder mit dicken Steinen schießen. Das macht viel mehr Spaß. Als mit diesem Ballist. Ballist ist okay. So, da haben wir nämlich schon mal was. Da haben wir nämlich schon mal... Ich kenne alle Grenzen in dieser Physik und ich bin immer bereit, sie zu brechen. Sie zu biegen und sie zu dehnen. Und jetzt gucken wir... Ich schau mal einfach, wo der landet. Komm, wir gucken mal, wo der landet. Der kommt bestimmt ganz gut. Ja, guck da. Da fliegt's. So. Da stürmen wir doch gleich die Burg. Da stürmen wir doch gleich die Burg. Da stürmen wir doch gleich die Burg. So, rein damit. Können wir direkt nochmal auf denselben Spot. Brauche ich jetzt nicht viel neu justieren. Mann, so ein Katapult auf dem Hügel ist schon eine fiese Nummer, sage ich euch. Jetzt sind wir sogar nochmal aufgelevelt. Ich überlege gerade, ob ich in das Ding da mal reinlunzen soll, was da auf der Seite liegt, um einfach mehr... Oh! Luftschuss. Kleiner Luftikus. Macht aber nichts. Macht aber nichts. So. Dann hier drauf. Da würde ich gerne hinschießen. Und dann gucken wir mal, wo er hingeht. Boah! Was ein Treffer. Was ein Treffer. Das ist ja der Wahnsinn. Oh, jetzt zerbröselt der Keks da hinten aber auch ganz schön. Das sind quasi schon... Pass mal auf, jetzt schießen wir. Ach, das andere Ding hat sich jetzt mit aufgelöst, oder was? Dann schieße ich mal da hinten noch rein. Brauchen wir aber ein bisschen mehr Spannung auf der Rille hier. Katapult kommt natürlich richtig geil weit, ne? Weit. Katapult kommt natürlich richtig geil weit, so. So ein kleines bisschen nach links justieren. Kleines bisschen nach links justieren. Und dann schwupp. Wie
94%. Kann ich da auch einfach in so ein Haus schießen? Mal gucken, ob wir in ein Haus schießen können. Ich guck mal, ob das zählt. Ist ein bisschen weit, ne? Gehen wir mal so. Gehen wir mal so. Und dann schießen wir mal dem Opa Helmut hier in die Hütte. Okay, die hat es komplett zerlegt mit einem Schuss. Aber hat das jetzt auch gezählt? 97, 98%? Ja. Hat sogar gezählt. Na dann, würde ich sagen, nehmen wir mal das Häuschen als nächstes. Und schießen dem schön vorne rein in die Bäckerei. So, dies sollte genug sein. Es ist keine zusätzliche Störung erforderlich. Jetzt wird der Angriff über die Brücke für die Armee kein Problem sein. Ja, würde ich jetzt auch einfach mal so behaupten, ne? So, und dann gehen wir zum Ziel. So sieht es nämlich aus. Und dann könnt ihr hier weiter Kisten beobachten, während ich eigentlich die ganze Arbeit mache. Ich habe ein ganzes Königreich alleine eingenommen hier. Alle strategischen Punkte, ne? Wir haben mehr gute Nachrichten erhalten. Unser Ingenieur hat sich außergewöhnlich gut entwickelt. Jeder Sieg, egal wie klein, baut das Bild unseres Königreichs als unbesiegbar auf. Unterhaltsam freuen wir uns über diesen Erfolg. Was das Versprechen noch gehören kündigt? Ja. Bla. Übersetzung ist immer so ein Ding hier in dem Spiel. So, Schloss am Fluss haben wir auch noch gemacht. Ich glaube, das war's, oder? Gibt's hier noch... Alles ist... mit Sternen versehen. Nicht, dass hier unten sich irgendwo Städte gebildet haben oder Missionen. Nee, okay, gut. Ich wollte nur noch mal, ja, mal kurz eine Übersicht haben. Riverlands, verwenden Sie das Meisterwerk der Militärtechnik, den Trebuchet, den Tribok, um das Hauptschloss des Feindes. Ja, ja, jetzt kommt da der große Tribok. Ich wartete lang, doch nun werde ich ihn tribocken. Ein Tribok ist schön, ein Tribok ist toll. Das hier ist aber ein Katapult. Ihre aktuelle Aufgabe ist wichtiger als alle vorherigen zusammen. Unsere Truppen bereiten sich darauf vor, einen der am meisten befestigten Bogen des Feindes anzugreifen. Der Gegner, der in eine vollständige Verteidigungsposition gestoßen ist, hat sich verankert und auf unseren nächsten Schritt gewartet. Dies ist Ihr Fehler und dank dessen werden Sie genug Zeit haben, um den Trebuchet zu konstruieren. Das Schloss befindet sich am Hügel und macht es schwieriger, einen Massenangriff darauf zu starten. Ihr Ziel wird es sein, die Schlosswerte zu zerstören und dadurch die Waage des Sieges zu unseren Gunsten zu verleihen. Wenn sie erfolgreich sind, werden sie in den Annalen der Siege unseres Königreichs dauerhaft ausgezeichnet. Okay. Das Militär hat die Straße zu nahegelegenen Dörfern hinter mir abgeschnitten. Es scheint, dass die Wache am Scheideweg auf mich wartete. Ich werde zuerst mit ihm sprechen. Bam, 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 Tribok, Tribok, sprechen Sie mit dem Soldaten. Du bist endlich angekommen. Ich bin hier, um Sie darüber zu informieren, dass einige unserer Truppen delegiert wurden, um den Trebuchet zu bauen. Okay, nein, wir wissen nichts über Engineering, aber wir werden Bäume reduzieren und ihnen vorgefertigte Strahlen liefern, während die Arbeit an der Maschine fortschreitet. Wir werden in der Nähe der Baustelle aufbewahren. Sehr gut, sehr gut. Endlich kommt mir Hilfe zugute. Okay, hier ist der Apparillo. Der Apparillo. Alter, die Burg. Ich werde da so reinlunsen. Lange Basisstrahlen. So, bauen wir die erstmal. Wir brauchen 3 Holzbalken für einen. Oh Gott. Okay, aber das wird halt auch ein riesen Klunker hier, ne? Das wird ein riesen Klunker. Holzbalken, Metallbänder, Babambaländer. So, ist jetzt natürlich die Frage... Oh, Tribok! Da ist jetzt die große Frage. Wo ist die Mine? Wo ist Material? Hier, das sieht minig aus, oder? Das sieht aus wie ein sehr langer Weg, der irgendwie nirgendwo hinführt. Doch, da. Da ist doch was. Da ist doch eine Mine. Müssen wir natürlich ein richtig langes Stück laufen. Und werden dementsprechend vielleicht dann auch mal kurz gucken. Wir haben ja 10 Punkte. Der Bergmann. Na komm, dann nehmen wir doch die dicke Spitzhacke. Schöne Diamantpicke. Und dann picken wir erstmal alles hier raus, was geht.
gucken, wie viel können wir vorarbeiten. Ich habe irgendwie Angst, dass das despawnt wieder. Irgendwie hatte ich das Gefühl, beim letzten Mal ist mir was verschwunden. Oder ich habe einfach vergessen, dass ich manchmal dumm bin. Was prinzipiell auch schon ziemlich dumm ist, aber... Komm, ich mach mal einfach jetzt hier 3. Oh, da ist noch einer. Ich zersemmel die jetzt alle. Und dann... Ja, das war vielleicht auch eher so ein zeitliches Ding, weil ich irgendwie rumgetrödelt habe. Das kann natürlich auch immer sein. Da ist was in der Wand, was ich nicht einsammeln kann. Aber es ist wahrscheinlich für solche Fälle ist der Despawn gedacht, dass neue Dinge spawnen können. Weil er wahrscheinlich gesagt hat, ab dann und dann kannst du neu spawnen. So, Eisenmine, geile Mine. Das ist alles, was wir an Kohle haben hier. Der kleine Bröckel. Okay. Dann einsammeln, 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 looten, 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 looten ist voll geil, looten macht viel Spaß. So, ja, ja, komm her. Bist du auch noch Kohle? Du bist auch noch Kohle. Da steht doch abholen, Kohle. Ach da. So, dann haben wir das erstmal. Guck mal, hier ist schon... Ist hier schon was Neues gewachsen? Nee, noch nicht. Okay. Aber egal. Dann haben wir erstmal, was wir brauchen. Dann haben wir erstmal ein bisschen Grundmetall. Holz. Das heißt, Mine ist wichtig, weil das andere geht eh schnell. Ne? In der Schmiede an sich brauchen wir keine Upgrades. Deswegen habe ich das Geld jetzt erstmal fürs Mining ausgegeben, weil es dann einfach akkurater ist. Okay. So, er hat gesagt, wir werden dich versorgen. Aber er besorgt es mir nicht irgendwie. So, dann blasen wir hier erstmal zum Marsch. So, dann würde ich sagen, machen wir erstmal einfach pauschal. Zweimal Nägel, zweimal Metallband, zweimal Nadel, zweimal Achse. So. Das produzieren wir jetzt erstmal vor. Er hat gesagt, wir liefern dir Holz, aber ich verstehe nicht, warum kein Holz geliefert wird. Welch Schmach. Da muss ich irgendwen ansprechen. Oder anfassen. Irgendwo drücken. Hebel ziehen. Axt schwingen. Hier in das Zelt gehen. Egal. So, wir schauen jetzt erstmal. Metallbänder habe ich. Aber nicht genug. Okay. Da brauche ich schon mal noch mehr. Das Ding wird natürlich ein Kracher jetzt, ne? Das Ding wird ein Kracher, das sag ich euch. So, jetzt müssen wir mal gucken. Hier Bäume fällen kann ich hier schon mal nicht. Den auch nicht. Kann ich hier drüben? Oder hier, oder hier, oder hier. Ah, diesen Baum kann ich schneiden. Dann schneide ich diesen Baum. Aufleveln. Wie viele Punkte habe ich bekommen? Einen. Ne, das reicht leider nicht. Das reicht leider nicht. So. Egal. Wir bauen die Mühle jetzt. Da freue ich mich schon die ganze Zeit drauf. Hey, Tribok ist einfach geil. Ich weiß nicht, warum ich den so toll finde. Aber rein prinzipiell finde ich einen Tribok toll. So. Und desto mehr wir hier... Oh, jetzt habe ich doppelt geklickt. Dann durfte ich nicht... Dann hast du eine kurze Strafzeit abzusitzen. Dadurch, dass wir jetzt natürlich auch Doppelholz haben, kommen wir generell ein bisschen schneller voran, auch wenn wir jetzt keine Bäume geliefert kriegen hier. So. Da brauchen wir einen. Hier brauchen wir auch einen. Hier brauchen wir auch einen. Da brauchen wir zwei. Da vorne brauchen wir noch
Ah, keine Metallbänder mehr. Die hole ich mir noch eben. Dumbi-dumbi-dum. Ein Metallband, bitte nochmal. Einen kleinen Satz Metallbänder hätte ich gern. Ja, bitte schön, kriegst du ein gratis Lolli dazu. So. So, jetzt wird natürlich gehämmert. Das ist spannungstechnisch natürlich jetzt nicht so klug, von der Seite dran zu gehen, ne? Aber, also es wäre halt besser, ne, erst den zu machen, dann den da hinten, ihr wisst schon, ne? Dann verteilt sich die Spannung halt einfach gleichmäßiger beim Einbau, so. Mag der ein oder andere sagen, ist das jetzt so wichtig bei dem Holz, weil Holz ist ja auch generell ein bisschen beweglicher, aber vielleicht ist das Hartholz und rissanfällig. Und in der grundphysikalischen Eigenschaft dieses Holzes wäre es halt einfach ratsam, es genauso zu tun wie bei Metall. So. Wie mein Rechner gerade abpfeift, was ist eigentlich los hier? Na, jetzt komm aber. Habe ich den da hinten nicht ganz reingeschröttelt? So, jetzt aber. So, da brauchen wir jede Menge Holzbalken wieder. Und Metallbänder. Und Holzblöcke. Gut, dann schnappen wir uns doch mal eine Axt. Schauen mal, ob wir hier... Ja, das sieht doch aus wie ein guter Baum. Kann ich eigentlich mehrere Bäume... Oder kann ich immer nur diesen einen Baum mitnehmen? Dann muss ich den erst verarbeiten. Weiß man jetzt nicht so. Aber das wird geil. Ich baue einen Tribock, weil ich da Bock drauf habe. So. Nach da hinten. Zum Glück habe ich diese Axt gekauft. Das kommt uns jetzt extrem zugute. Das kommt uns sehr, sehr extrem zugute. Aber die Werkstatt hier haben sie ein bisschen blöd platziert, gell? Aber gut. Es muss natürlich auch so ein bisschen Authentizität mitbringen. Kannst halt jetzt nicht immer direkt hier... Aber die hätte auch da hinstellen können oder so. Es wäre jetzt... Spieltechnisch wäre es jetzt auch kein Abriss gewesen. Ich schätze mal, wir gehen einfach nochmal in die Mine jetzt. Denn in der Mine, da gibt es feinsten Stoff. Und mit voller Freude nehme ich meine Pickaxt schon mal in die Hand und werde sie ganz freudig und räudig und ein bisschen streudig. So, warte mal, jetzt gucken wir. Okay, ah, hier ist Zeug. Wollte schon sagen. Mr. Minenmann, Mr. Minenmann. So. Fangen wir an, hier vorne einzusammeln. Ich dachte, ich kann vielleicht gedrückt halten, es geht aber leider nicht. Ich muss das hier alles einzeln in die Taschen klicken. Gut, es gibt dramatischere Sachen. Aber für so einen Tribock brauchen wir halt Stoff. Ne? Da brauchen wir richtig Stoff. Die Pickel war einfach eine super Investition.
Picke war einfach eine super Investition. Guck mal, da liegen ja auch Kohlekisten und so. Können die mir nicht einfach Kohle liefern? Es wäre doch für alle viel einfacher. So. Und hepp über den Zaun. Jawoll, Alter. Ich bin auch noch super sportlich. Jetzt wieder hier. Strafe Jump. Geht aber nicht. Oder? Bauen wir Geschwindigkeit auf? So. Und dann können wir uns Metallbänder machen. Oder was brauchen wir? Ich guck gleich nochmal. Guck mal, hier liegt schon mal wieder ein Seil rum. Und das werde ich später auf jeden Fall auch brauchen. Deswegen nehme ich das jetzt einfach mal mit. Holzbalken und Metallbänder. Nägel haben wir. Also erstmal nur Metallbänder und Holzbalken. Okay. Kann ich diesen Baum fällen? Metallband, Metallband. Da machen wir doch gleich mal Metallband. So. Und das hier verarbeiten wir direkt. So. Können wir noch mehr Holz sammeln? Es gibt so gewisse spezielle Bäume, die man fällen kann, ne? Vielleicht habe ich den Typen auch nur einfach falsch verstanden, dass der irgendwie mit seinen komischen Dingern da... So, jetzt können wir erstmal gucken hier. Nehmen wir erstmal 3 Stück mit. Und hier drüben auch nochmal. Echt jetzt? Boah, wie viele Metallbänder brauche ich denn? Nagel und Holzblöcke. Holzblöcke sind, glaube ich, 8 aus einem Ding, ne? Und dann muss ich ja den Holzklotz hier runter. So. Eben gucken, was es hier so gibt. Oh, hier sind so aufgepfählte. Ich dachte, vielleicht hat er da irgendwas, was ich brauchen kann, aber das ist hinterher, heißt es dann wieder Kreis. Du hast wieder Folgendes verkehrt gemacht. Holzblöcke. So. Jetzt haben wir es aber. Jetzt haben wir es aber. Das ist natürlich ein fettes Grundgerüst hier. Aber in seiner Schönheit und Pracht wird es eines Tages dort stehen. Eigentlich bräuchte ich 10 Punkte, um das Dings... für doppeltes Sägeholz quasi. Ist einfach besser, weil du dann doppelt Ressourcen hast. Das wäre bei Metall ganz geil, weil die Minen im Regelfall weiter weg sind und dann muss man halt so weit latschen immer. Aber unten an der Werkstatt war auch, glaube ich, zum Entrinden und zum Sägen ein Bock. Und wenn dort entrindet und gesägt werden kann, kann man da unten bestimmt auch Bäume fällen und sich direkt unten vor Ort hinlegen. Für die ganzen anderen kleinen Teile und so, die Bretter, die dann... Obwohl Bretter, weiß ich nicht, ob wir viele Bretter brauchen werden bei einem Tribock. So, hier brauche ich noch mehr Holzbretter. Ja. Da brauchen wir also Bretter. Ich weiß auch nicht heute. Halbe Holzstrahlen, Balken, Balken. Also erstmal wieder Holz besorgen. Erstmal ein bisschen neues Holz entwickeln.
Dann on demand. Oh, der war ein bisschen daneben, hä? Ah ja. So. Gucken wir mal, was können wir denn bauen hier? Der braucht 3 Balken. Alto Belli. Das ist echt viel. Oh, aber das wird riesig. Das wird riesig, Leute. Das wird ein richtiger Okolyt. Manche Bäume will er einfach nicht. Sagt, da darfst du nicht. Alter, muss ich da echt so weit laufen? Das ist schon eine Strecke. Ah, warte mal, wie viel habe ich denn hier im... Nee, nicht Inventar. 4 Points. Flinke Füße, starker Mann. Guck ich mal eben. Kann ich wahrscheinlich 4 Gegenstände tragen oder so, aber... Ah, da. Ja, 4 Dinger kann ich dann schleppen. Hätte ich jetzt eh 2-mal gehen müssen, wisst ihr, was ich meine? Ja. So. Mann, das sieht voll nach so einem fällbaren Apparillo aus, ne? Der hier auch, aber... Ach, naja. So, warte mal, was brauchen wir überhaupt noch? Alles Holzbalken dann, ne? Aber nur einzelne, also normale Holzbalken da nochmal 3. Hier brauchen wir Holzstrahlen, halbe und Bretter. Okay. Dann können wir einen schon mal auf den Sägebock klatschen hier. Können den gleich sägen. So. Dann sägen wir den mal. Im Schnitt muss man hier jetzt einmal weniger klicken. So, blopp und block. So, dann machen wir uns unten noch eine Portion Bretter. Bretter. Da weiß ich jetzt nicht genau, wie viele man da braucht. Es fehlt mir ein Nagel, fehlt mir noch. Nagel. So. Ja, desto weniger ich unsinnig vorausbaue, desto weniger muss ich hinterher rennen. So. Dann würde ich sagen, hammern wir das erstmal alles rein, oder? Damit das hier auch Stabilität bekommt. Aufleveln, aber was? Na komm, ey, diese kleinen gelben Dinger. Die sind schon ein bisschen fies zu treffen. Vor allen Dingen, wenn man so die DPI so runterschrauben muss, wegen der extremen Empfindlichkeit. So, es sollte viele Seile im Seilerlager geben. Ich sollte ein paar Seile holen. 6er Seiler. Ich habe ja schon 2 Seiler mitgenommen. Das waren ziemliche geiler Seiler, aber wir brauchen noch mehr Seilkraft. Wo sind die Seile, Boys? Ein paar lagen ja offensichtlich wieder irgendwo rum, hier.
Helme liegen dort. Sollte Seile im Lager geben. Ja. Ach, da. So. Jetzt müssen wir die dicken Big Balken. Die dicken Big Balken müssen wir. Warte mal ganz kurz das Ding hier zwischenlagern. Also, das war die beste Idee mit dem Zauberding hier. Ich weiß ja nicht, wie viel Kleinkram da dann noch reinkommt, ne? So, ich kann ja jetzt mehr Sachen tragen. Der braucht nochmal 3 Balken. Oh Gott. Das ist echt viel Holz, ne? Und ich kenne einen Wald, in dem liegen ja noch ein paar Stückchen rum. Nochmal 2, 4, nochmal 4 Balken. Nochmal 4 Balken. Oh Mann. Der hier. So, 1, 2, 3, 4. Das wird eine mächtige Portion Holz. Und ich überlege, wie ich das jetzt mache. Nehme ich das in einer Folge auf? Ja, ne? Ich glaube, wir machen das einfach fertig. Ab einem gewissen Punkt müsste es ja eigentlich schnell durchgehen. Oh. Außerkreis schlägt daneben. So. Ah. Fehlt echt ein Balken wieder. Aber dann können wir endlich auf die Burg schießen. Obwohl, wir sind schon bei einer halben Stunde. Und die Schießerei wird wahrscheinlich lange dauern. Das sind richtig dicke Brocken. Ja, ich würde sagen, wir machen das so. Ich mache jetzt Cliffhanger-mäßig. Hören wir jetzt hier auf, machen eine kleine Mittagspause, schmeckeln uns da einen weg und dann mache ich entweder eine Doppelfolge oder ich bringe es einfach so mit in den normalen Tagesbetrieb. Ne? Das werden wir schon sehen, aber wer Lust hat, kommt auf jeden Fall wieder. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil sonst hätte er keine Lust. Wisst ihr, was ich meine? Also man muss dann, also, ne? Ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer recht herzlich fürs Zusehen. Wir sehen uns, wenn ihr Lust habt, in der nächsten Episode wieder seid mit dabei und dann ballern wir diese Burg weg. Und dann wird's geil und dann erfreuen wir uns an der Macht eines Treebox. Und ich hoffe, ihr habt da auch Spaß dran. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen, reingehauen und ciao.